Eine der interessantesten Neuerungen von Windows 11 ist zugegebenermaßen das Android-Subsystem für Windows 11. Was das genau bedeutet und wie ich es bei mir installieren kann, das zeige ich dir nach dem Intro. Das Android-Subsystem für Windows erlaubt uns ganz einfach, Android-Apps auf Windows 11 auszuführen. Leider ist dieses Feature nicht seit dem Start dabei und aktuell nur für US-amerikanische Nutzer verfügbar. Und auch nur dann, wenn man in der Insider-Preview angemeldet ist. Ich zeige euch das Feature aber schon jetzt und zeige euch auch, wie ihr das Ganze bei euch installieren könnt, ohne dass ihr die ganzen Voraussetzungen erfüllt. Es gibt einen Online-Link-Generator für den Microsoft Store. Das heißt, ich kann mir hier Apps runterladen und installieren. Und auf die muss ich dann zwangsweise gar keinen Zugriff haben in meinem Microsoft Store. Die Adresse dieses Link-Generators findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Sobald ich den Generator aufgerufen habe, wähle ich auf der linken Seite Produkt-ID aus. In der Mitte gebe ich eine ganz bestimmte Produkt-ID ein, nämlich genau die, die ihr hier seht, und die findet ihr auch in der Videobeschreibung. Und auf der rechten Seite wähle ich statt RP Slow aus und bestätige das Ganze mit dem Haken dahinter. Jetzt scrolle ich ganz ans Ende der Seite und hier finde ich dann das Windows Subsystem for Android. Man kann sich hier so ein bisschen an der Dateigröße orientieren, denn die 1,46 MB von dem gleichlautenden Paket, die werden es wohl nicht sein, das ist eher das 1,2 GB große Paket. Wenn ich da jetzt raufklicke, startet theoretisch der Download, der Microsoft Edge in meinem Fall, verhindert das Ganze noch ein bisschen. Ich mache einfach einen Rechtsklick dann in der Downloadleiste auf den abgebrochenen Download und wähle hier behalten aus oder beibehalten aus und dann geht es auch weiter. Der nächste Schritt ist, die PowerShell als Administrator zu starten und ich navigiere jetzt einfach mal in meinen Downloads-Ordner, wo ich weiß, dass dieses Paket liegt. Jetzt führe ich den Befehl add appxpackage-path aus und gebe hier einfach das heruntergeladene Paket an. Wenn ihr euch wundert, wie schnell das hier ausgefüllt ist, naja, mit PowerShell kann man Autovervollständigen nutzen. Man drückt einfach den ersten Buchstaben, zum Beispiel hier Microsoft Corporation, dann wäre M der erste Buchstabe und mit Tabulator wird das Ganze dann einmal vervollständigt. Damit man danach jetzt auch Apps installieren kann, brauche ich die Platform Tools von Google, also die Android Platform Tools. Und die kann ich einfach auf der Google Website downloaden. Auch dafür gibt es natürlich einen Link in der Videobeschreibung. Die entpacke ich dann einmal in irgendeinen Ordner, in meinem Fall ist es halt Downloads. Und ja, dann habe ich den Ordner zur Verfügung. Jetzt schaue ich mal in meinem Startmenü und wir haben mit der PowerShell ja dieses Android-Subsystem installiert und dafür gibt es eben jetzt einen Programm-Icon und da finde ich dann auch die Einstellungen. Wichtig ist hier, dass ich den Entwicklermodus einmal aktiviere. In meinem Fall habe ich dann noch eine kleine Fehlermeldung bekommen, die konnte ich dann aber beheben, indem ich die Plattform für virtuelle Computer als Feature nachinstalliert habe, Windows neu gestartet habe und danach konnte ich das Ganze dann ausführen. Die Frage des Windows Firewalls, die beantworten wir mit Zugriff erlauben, denn wir greifen jetzt gleich über die IP-Adresse zu. So, das System ist jetzt erstmal gestartet, das Windows Subsystem for Android. Aber wichtig ist jetzt, dass wir nochmal gucken, welche IP-Adresse das hat. Und die kann ich jetzt einfach hier rauskopieren.
Jetzt kann ich direkt APK-Dateien installieren, jetzt stellt sich nur die Frage, wo bekomme ich die her? Naja, es gibt ja Webseiten wie den APK Mirror oder ganz einfach GitHub. Naja, es gibt ja einfach Apps für Android, die direkt als APK veröffentlicht werden. So zum Beispiel das Open Source entwickelte KeyPass DX und das kann ich jetzt einfach direkt als APK runterladen und kann das dann mit den Plattform-Tools installieren. Die Plattform-Tools, die liegen ja bei mir im Download-Verzeichnis. Und dort finde ich eben die ADB-Exe. Hier kann ich einmal sagen ADB Connect und dahinter schreibe ich dann die IP-Adresse, die ich vorhin in diesem Windows Subsystem Einstellungsfenster gesehen habe. Jetzt kann ich die APK installieren, indem ich den Befehl ADB install und dann den Pfad der APK dahinter hänge. Und das einmal ausführe. Das Ergebnis ist jetzt, dass sich das Ganze wie eine native Windows-App verhält. Also ich habe im Startmenü jetzt einfach eine App, die heißt KeyPass DX. Sogar das Logo wird korrekt angezeigt und ich kann die einfach ausführen. Und was ich jetzt sehe, ist halt eine Android-App, die ich mit Windows bedienen kann. Was ich auch ganz gut finde, ist, dass die Benachrichtigungen der App in die Windows-Benachrichtigungen nativ übernommen werden. Hat man hier bei KeyPass DX direkt sehen können. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Android-Subsystem für Windows. Wenn euch das Video weitergebracht hat, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben und ganz entzückt wäre ich natürlich über ein Abo meines Kanals.